Servus, grüezi, hallo und moin moin, Burkhard Kado hier. Mit unserem Wohnmobil Carrado T339, genannt Lisbeth, sind wir heute an der Nordseeküste auf dem Campingplatz zur Perle in Büsum. Und das bereits zum dritten Mal. Und über diesen Platz und über unsere Erfahrung hier in Büsum berichte ich in diesem Video. Also, bleibt dran, kommt mit auf den Platz und wenn ihr noch nicht habt, abonniert gerne meinen Kanal und gebt mir gerne einen kleinen Kommentar und natürlich gerne einen Daumen nach oben. Also, kommt mit, bis gleich, yeah! Danke fürs Dranbleiben. Ich begrüße euch aus Büsum an der Nordsee und wir sind heute zum dritten Mal auf dem Campingplatz zur Perle. Wie ihr seht, 5 Sterne und darüber wollen wir jetzt berichten. Aber zunächst würde ich sagen, kommt erstmal mit. Wir machen einen kleinen Eindruck, ein paar Bilder vom Platz und natürlich ein paar Bilder von Büsum und dem Strand und das Meer. Und dann gehen wir en Detail auf diesen Campingplatz ein. Also viel Spaß. Das sah doch schon mal vielversprechend aus. Immer wenn ich an die Nordsee komme, ist das Meer vor mir geflohen. Denkt man aber keine Angst, das kommt ja wieder. Alle 6 Stunden ändert sich die Situation hier. Und Nordsee ist aber schön. Hier haben wir wirklich angenehme Temperaturen gehabt. Zur gleichen Zeit im südlichen Teil Deutschlands maximale Hitze. Also war das schon sehr entspannend hier. Wir hatten also kurzfristig gebucht in Büsum auf dem Campingplatz zur Perle, denn wir sind jetzt das dritte Mal da, gute Erfahrungen gemacht, das heißt, ein Grund mehr hier hinzukommen, da weiß man, was man hat. Telefonisch reserviert lief alles gut ab, allerdings dann später ging keiner mehr ans Telefon und ab 18 Uhr geschlossen. Ich habe schon gedacht, um Gottes Willen, wie geht's weiter? Nein, ich habe die Rechnung ohne den Wirt gemacht. Ab 18 Uhr bis 21 Uhr ist dort eine Klingelanlage und telefonisch kommt der Platzwart raus und man geht erstmal hier auf die Warteposition. Dann macht man die Formalitäten und der Platzwart mit seinem Golfkart fährt einen direkt aufs Gelände. Vorbildlich. Ja, was haben wir sonst hier auf dem Platz? Wir haben Kinderanimationen, also wir haben einen Sportplatz, wir haben einen Baseballplatz. Es ist ein Brötchenservice vor Ort. Es ist direkt hinter der Familienlagune am Deich.
sehr schön kurze Wege. Hier sind zwei Campingplätze nebeneinander. Wir sind hier auf der Campingplatz zur Perle. Der geht aber in eins über mit dem Campingplatz Nordsee. Für Kurkarteninhaber, hier zahlt ihr Kurtaxe und dürft sogar mit dem Ding fahren, denn da kommt es. Das ist quasi die Kurtaxe, die Bimmelbahn, sag ich mal. Und für alle Kurkarteninhaber, Linienservice bis in die Innenstadt, in die Fußgängerzone ungefähr. Ungefähr zu Fuß, anderthalb, vielleicht 2 Kilometer. Aber mit der Bimmelbahn im Preis enthalten, das heißt, für die Kurtaxe kriegt man hier auch noch was. Und jetzt gucken wir uns mal den Rest der Facilities an. Komm mit! So, hier sind wir in einem Bereich, der von Dauercampern geprägt ist. Akkurat, wunderbar, sieht sehr schön aus. In diesem Bereich sind überwiegend touristische Wohnmobile, Kurzzeitaufenthalte mit Wohnmobilen, und im anderen Bereich da hinten überwiegend touristische Plätze für Karawane, Zelte, Dachzelte. Alles sehr sauber angelegt, gepflegter Platz, sehr freundliches Personal, freundliche Mitarbeiter. Und ich muss sagen, nee, das ist wirklich toll. So, wir schnacken mal über Campingklo sauber machen. Hier ist der Campingballer. Vor 1,5 Jahren habe ich da schon mal bei einem Campingplatz mit drüber berichtet. Aber das hier ist die Deluxe-Version. Und der erkennt automatisch, welches Modell man hat an Chemieklo. Man steckt es einfach nur rein. 2 Euro reine Reinigung, 3,50 Euro mit Aqua Chem Green Flüssigkeit. Und ja, jetzt schauen wir mal, wie sauber das Ding für 3,50 Euro. Das war es mir doch wert. Auf jeden Fall saubere Finger und neue Flüssigkeit drin. Und einmal von außen und von innen gespült. Feine Sache. Das sieht doch gut aus. Von außen, von innen gespült, frisch befüllt, riecht gut, perfekt.